So, ich glaube, Batgirl ist insgesamt ein bisschen schneller als Batman, oder? Kann das sein? Ich mag ja vor allem die schnellen Charaktere. Die teilen immer so richtig schön aus. Zwischendurch mal gucken. Nicht, dass uns hier eine unliebsame Überraschung erwartet. Da muss ich irgendwo hochgrappeln. Batgirl, ich glaube, ich habe was gefunden. Ich messe hier Spuren von Kohle und Kaliumnitrat. Sprengstoff? Vermute ich zumindest. Klasse. Sag Bescheid, wenn du was findest. Hoffentlich ist das nichts. 21 Gegner geordnet. 11 davon... Ach du Scheiße. Na, jetzt wird's spaßig. Und da haben wir die ersten Zähne. Also würde ich mal sagen, ab jetzt müssen wir nach Collectibles Ausschau halten. Ich bin in Position, um den Park zu scannen. Mal sehen, ob wir sie finden. Weißt du, manchmal denke ich, du bist eher eine Bad Lady als ein Bad Girl. Muss an deinem vornehmen Verhalten liegen. Ich glaube, manche werden als Nervensägen geboren. Weiß nicht. Bad Lady. Könnte funktionieren. Ja, vor 200 Jahren vielleicht. Ich stimme zu, Milady. Tust du das? Für wahr. So, jetzt können wir scannen. Vier Officer entdeckt. So, ist hier auch noch was. Karussell haben wir gefunden. Ach, da oben rechts. Okay. Das Riesenrad bestimmt, oder? Nee? Nicht das Riesenrad. Doch, das Riesenrad. Drei Plätze, zu denen wir uns aufmachen müssen. Robin, ich habe die Geiseln gefunden, aber es sind vielleicht nicht alle. Ich folge immer noch der Spur. Gut, ich befreie sie und du lässt mich wissen, was du findest. Sei vorsichtig da draußen. Also, das Riesenrad. Kann ich die Luftballons zerstören? Zählt das als Collectible? Ja, es zählt als Collectible. Ich habe keinen ferngesteuerten Batarang, das ist natürlich ungünstig. Ich würde sagen, wir fangen einfach mal da drüben an. High Striked. Da stehen nämlich einfach ein paar Typen, die wir jetzt verprügeln können. Dem Blumenladen sind die roten Hosen ausgegangen, also habe ich einfach gelbe gekauft. Hi. Und hab volles Brett aufs Maul. Ihr lasst euch von einem Mädchen verprügeln, Leute. Zack und zack. Zack. Und zack und last. And maybe least. So, wo waren denn jetzt die Luftballons? Hier waren noch irgendwo Luftballons. Da oben sind Luftballons. Hui. Macht die Luftballons kaputt. Da oben sind auch Luftballons. Ich habe mich noch nicht entschieden, ob ich die ganzen Collectibles sammle. Kann ich hier hacken? Und hau den Lukas aktivieren. Okay, was ist jetzt der tiefere Sinn? Warum macht man das? Und vor allem, wie aktiviert das? Ganze jetzt hab's verstanden. Jetzt müssen wir ganz hoch hinaus. Geht es noch weiter hoch? Es geht noch weiter hoch. Ich darf nur Hau den Lukas nicht aus den Augen verlieren.
kurz gucken. Da ist die Plattform. So vielleicht. Passt. Haha. Ich habe gewonnen. Du weißt gar nicht, wie glücklich es mich macht, dass du den Park noch vor der Eröffnung zu sehen bekommst. Du sollst wissen, dass alles hier durch unsere Krankenhausgespräche entstand. Oho. Teddy hat zugehört und deine Zeichnungen als Inspiration genutzt. Ich habe sie auch Dr. Quinzel gezeigt und sie sagt, du seist ein sehr talentiertes kleines Mädchen und dass ich sehr stolz sein kann. Und das bin ich. Habe ich gedacht, wenn der gerade erzählt, kann ich ja mal einen Schluck trinken. Ja, in dem Moment hört er natürlich auf zu reden. Interessant. Hier gibt es also Audiologs zu finden. Die Frage ist nur, wie viele. Jetzt bin ich ja echt versucht, erstmal nach diesen Audiologs zu suchen hier. Es gibt bestimmt noch mehr solche Spielchen. So, und natürlich die Luftballons zerstören. Ich versuche, meine Freundin ein Gedicht zu schreiben. Lass mal hören, Mozart. Schneeflocken auf Rosenblättern in einer lieblichen Suppe. Es ist ein Ego, also muss es sich nicht reimen. Verstehe ich nicht. Da kann ich nicht helfen, Mann. Warte, wie wär's mit Rosen sind rot, Veilchen sind blau. Wenn ich wen erschieße, denke ich an meine Frau. Der ist nicht schlecht. Der ist echt nicht schlecht. So, wir machen gleich mal hier weiter. Die werden ja schon irgendwas bewachen. So. Ja, vor allem haben wir hier wieder ein Joker-Zähnchen-Paar auszuschalten. Und das war sowas von elegant. Wie viele von den Dingern gibt es? Es gibt verdammt viele von den Dingern, aber so groß ist das Areal nicht, ne? Ich wage jetzt mal zu behaupten, hier haben wir auch den Lukas gespielt. Wenn ich mir das angucke, wo die Ausrufezeichen sind, sind ja die Geiseln. So, hier ist Howden Lukas. Hier könnte was sein. Das sieht aus, als ob hier was ist. Und dann vielleicht hier unten nochmal. Und da ist ein Scharfschütze. So, wenn ich mich hier umsehe, hier ist aber nichts. Aber da vielleicht. Wenn ich jetzt wüsste, wie viele Dinge es freizuschalten gibt. Machen wir erstmal den Scharfschützen kalt. Wie wär's, wenn wir das etwas beschleunigen? Der Joker spielt mal wieder sein altbekanntes Spiel. Ich sollte das Gebiet sichern, bevor ich die Geiseln vom Riesenrad runterbringe. Ah, jetzt habe ich das Riesenrad getriggert hier. Ich sehe nur 4. Es sollen aber 5 sein. Ach, da drüben. Da drüben ist noch einer. Scharfschützen haben natürlich Priorität. So, ich will vor allem nicht. Wenn du die Maske und das Kostüm abnimmst und aufhörst, seinen Namen in den Dreck zu ziehen, lass ich Gordon und seine Männer gehen. Okay? Okay. Ich will hier nicht die ganzen Ereignisse triggern, bevor ich nicht die Audiologs gefunden habe. Erstmal da wieder rüber, den da unten holen wir uns jetzt. So, irgendwo muss hier noch einer rumpatrouillieren, da hinten. Moin. Ist das hier so eine Art Tutorial? Hab ich einen Knochensplittern gehört? Da waren es nur noch die beiden.
die ihn da runter? Ja, die holen ihn runter. Steht er wieder auf? Moin! Wow, seht euch hier! Brauche Hilfe! So, das war's. Und tschüss, Mann! Na gut, dann wollen wir mal das Riesenrad ausschalten. Wobei ich immer noch am gucken bin. Vor allem hier waren Luftballons. So, die können erstmal weg. Ich bin ja echt versucht, das alles einzusammeln. Im Zweifelsfall offscreen. Ich frage mich nur, ob es da irgendwas für gibt. Wo muss ich hin? Irgendwo war doch hier die Konsole. Okay, das war dämlich. Achso, hier ist die Konsole. Ich habe natürlich bei weitem nicht so viel Lebensenergie wie Batman. Aber das macht nichts. Die braucht Batgirl auch gar nicht. Na, ich bin ganz ehrlich. Ich habe hier ein Problem. Warte, ich mache mich auf den Weg zu dir. Nein, lass es. Ich kümmere mich darum. Finde den Joker. Wir müssen das beenden. Na gut. Aber wenn irgendwas ist... Ich lass dich wissen. Jetzt sind es 9. Ich habe mich schon gewundert, warum das so einfach ist. Das ist richtig. Du hältst dich ja so toll mit deinen hinterlistigen Fledermaus-Manövern. Vor allem haben wir einen Sanitäter dabei. Das ist natürlich nicht so schön. Nur mal so, B-Girl. Er ist nicht versichert, also wird er entweder seinen Verletzungen erliegen oder sich wünscht, er wäre tot, wenn er die Krankenhausrechnung bekommt. So, hier ist der nächste. Schnell weg hier. Wow. Wissen die doch, wo ich bin? Habe ich irgendwie ein Störgerät, irgendwas? Nein. Ja, Priorität muss halt wirklich... Hört auf, mit der Tür zu spielen! ...der Sunny hier haben. Ich hoffe, der dreht sich jetzt nicht um. Dreh dich nicht um. Das Batgirl geht um. So. Wie viele sind es jetzt eigentlich noch? 4. Er macht sich an den Türen zu schaffen. Überraschung. Womöglich hat sie das Zeug zum Held. Den anderen schalten wir so aus. Und dann sind sie noch 2. So. Einer rennt da lang. Wo ist der andere? Da ganz hinten. Aber das ist jetzt machbar. Die kann ich im Prinzip auch in der direkten Konfrontation ausschalten. Wenn ich wollte. Du kannst ihn nicht ewig verstecken, Batgirl. Aber nur wenn ich wollte. Die machen es mir ja tatsächlich sehr einfach hier. Und damit haben wir's. So, jetzt aber. Ich muss das Terminal hacken, um die Geiseln zu befreien. Ja, ja, das hatte ich ja eben schon vor. Nein, hacken. So. Was? Boah, ich musste erst öffnen.
Hacken, ja, ja, ich verstehe schon. Mit einer Axt hacken, oder wie? So. Wäre das schon mal erledigt? Die große Frage, in welcher Kabine sind denn die Geiseln? Da sitzt jemand drin. Muss ich das jetzt für alle Geiseln hier wiederholen im Riesenrad? Weil es waren noch mehrere, ne? Mindestens zwei, meine ich. Nein. Wo ist die Geisel? Da sitzt noch einer drin, glaube ich. Ja, was ist hier? Jetzt kommst du raus. Millimeter weiter. Da wollte mich das Spiel wirklich ärgern gerade. So, aber das waren ja nur die beiden, ne? Jo. Gibt's eigentlich einen Checkpoint? Batgirl, ich hab was gefunden. Ich brauch deine Hilfe. Bombe? Woher weißt du das? Das wird ja von Minute zu Minute besser. Folge meinem Signal. Ich warte auf dich. Och nö. Ich will jetzt keine Bombe. Die Bombe am großen Weißen. Sag mir lieber, wo die restlichen Minispielchen sind. Ich muss erst nochmal hoch hinaus. Da ist was zum kaputt machen. Oder nicht? Nur wie macht man das kaputt? Mit der Bandclaw vielleicht? Mit dem Batarang auch nicht. Muss ich die Dinger hacken? Die muss ich einsammeln. Na gut. Zeig mal die Karte. Entschärfe die Bombe am großen Weißen. Ist im Moment unsere einzige Quest. Aber. Da unten stehen Typen. Wollte ich die nicht ausschalten? Wir müssen die allgemein mal ein bisschen aufräumen. Hier ist viel zu viel los. So, kommt her, wir wollen spielen. Hat der mir gerade wirklich einen Schlag verpasst? Nicht gut. Ich werde... rostig. Zack, so. Hier, da. Hab ich lieb. Dich mache ich alles. Und da Bombs. Zack, zack. Und zack. Und, ah, das war ein Fehler. So, aber jetzt ist gut. So Jungs, was habt ihr denn hier bewacht? Irgendwas Schönes? Hier kann man runter. Aber was hat man davon? Ist hier unten irgendwas?